Ja, sehr geehrter Dr. von Pierer, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben heute einen Träger des Goldenen Ehrenrings, den dritten in der Reihe. Wir hatten ja bereits schon mit Herrn Professor Seitzer begonnen, dann mit der langjährigen Bürgermeisterin Frau Ursula Rechtenbacher und heute mit Herrn Dr. von Pierer. Und der vierte Träger des Goldenen Ehrenrings, mit dem wir im Herbst uns befassen werden, Herr Professor Reinhardt ist ja dankenswerterweise auch heute schon gekommen, gewissermaßen, um dann zu schnuppern, was so auf ihn zukommt. Aber nachdem der Herr Dr. Jakob vorhin zwei Ehrenbürger begrüßt hat, möchte ich auch meine herzlichen Glückwünsche an eine neue, jetzt vom Stadtrat bereits in nicht öffentlicher Sitzung nominierte und mit dem heutigen Tage bekannt gegebene neue Ehrenbürgerin der Stadt Erlangen in unserer Mitte herzlich willkommen heißen. Herzlichen Glückwunsch, Frau Rathke. Die Verleihung wird voraussichtlich ja in der Juli-Stadtratssitzung stattfinden, sodass ich da schon mal, das ist immer der letzte Donnerstag im Monat, dass Sie sich das auch schon mal vormerken können. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, den Herrn Dr. von Pierer kenne ich jetzt schon seit mehr als 25 Jahren. Und ich denke, das war im Herbst 1987, wo ich ihn kennen und fürchten gelernt habe. War das am Tennisplatz oder wo? Nein, es war in einem politischen Bezug. Jetzt muss ich vielleicht dann doch etwas Autobiografisches erzählen, warum ich ihn fürchten gelernt habe. Denn er war ja damals Mitglied der CSU-Stadtratsfraktion. Und damals hat sich so ein Jungspund namens Siegfried Ballais vorgestellt als Kandidat für das Amt des berufsmäßigen Stadtrats und Wirtschaftsreferenten der Stadt Erlangen. Und er hat mir gegenüber die härtesten Positionen vertreten. Ich habe ja damals bekanntlich in Zirndorf gewohnt und war bei Siemens. Und war sogar bei Siemens, richtig. Und hatte zwei Mandate, nämlich Stadtrat in Zirndorf und Kreisrat im Landkreis Fürth. Und er hat gesagt, alles muss korrigiert werden. Sie müssen nach Erlangen ziehen und die Mandate müssen weg, die müssen Sie niederlegen. Wir haben uns dann Gott sei Dank, weil nicht alle solche harte Falken waren, in der CSU-Fraktion dann auf einen Kompromiss verständigt. Ich habe gesagt, okay, die beiden Mandate lege ich nieder, aber Erlangen ist mir zu teuer, das kann ich mir nicht leisten, sodass ich weiterhin in Zirndorf wohnen konnte. Ja, Herr Dr. von Pierer, Sie sind Träger des Goldenen Ehrenrings und am 19. Juli 1995 hat in seiner Laudatio mein Amtsvorgänger, Herr Dr. Hallweg, Folgendes formuliert. Damit haben wir auch schon gleich den Lebenslauf. Am Anfang zumindest. Das wird ja schon fast wie bei einer Beerdigung. Heinrich von Pierer, geboren am 26. Januar 1941 in Erlangen, stammt aus einer angesehenen Offiziersfamilie. Sein Großvater war der K&K-Generalmajor Eduard Pierer von Esch aus Wien. Sein Vater, der Mitte der 30er Jahre nach Deutschland ging, wurde als Oberst der deutschen Wehrmacht in Stalingrad verwundet. Der Wiener Herkunft seiner Eltern schreiben Biografen von Pierers diplomatisches Geschick und seine Aufgeschlossenheit im Umgang mit Menschen zu. Seine Jugend, weiter Dietmar Hallweg in seiner Laudatio, verbrachte Heini, wie ihn seine Freunde heute noch liebevoll nennen, in eher bescheidenen Verhältnissen. Aus seiner Lausbubenzeit wird ein aus heutiger Sicht lustiges, damals aber eher schmerzhaftes Zusammentreffen mit einem späteren Siemens-Chef berichtet. Worauf, Herr Dr. von Pierer, hat da wohl der damalige Oberbürgermeister abgezielt? Es hat, glaube ich, irgendwas mit einem Schneeball zu tun gehabt. Ja, bei uns wohnte ein Untermieter, der war oben im Dachgeschoss, da gab es gar kein Badezimmer dazu. Aber damals waren wir ja froh, wenn man untergekommen ist. War ein junger Berliner und der kam da rein, da war mal Schnee in Erlangen. Und dem habe ich aus kürzester Entfernung einen Schneeball auf den geworfen und habe ihn wirklich voll im Auge getroffen. Und der hat mir eine, wie man auf Erlangen gesagt hat, der Motz drüber Schellen hat er mir gegeben. Ja.
Und ich bin gegangen zu meinen Eltern, habe mich beschwert. Und normalerweise Wiener und Berliner, da habe ich gedacht, jetzt kriege ich Recht von meinen Eltern. Aber ich habe nicht Recht gekriegt, sondern die haben den in Schutz genommen und mir also gesagt, ich soll das sein lassen oder irgendwas halt. Das Lustige war, dass ich dem natürlich später wieder begegnet bin. Da war er dann Chef der KBU und die KBU war ja damals schon ein tolles Unternehmen. Und der hat mir das nicht übel genommen, sondern hat nur festgestellt, Sie hat er dann zu mir gesagt natürlich, ich kenne Sie ja. Naja, und es war meinem späteren Weg nicht abträglich. Gut. Also was aus so einem Lausbubenstreich alles werden kann. Die Schulzeit ist nicht so toll spektakulär verlaufen, aber wie schaut es denn aus? Normalerweise so als Schüler kriegt man auch mal so Schulstrafen ab. Ich war ja, habe ja begonnen in der Loschke-Schule in der Altstadt. Und bei mir hat man sich immer gewundert zu Hause, dass ich der Einzige war, der Fränkisch spricht. Meine Eltern haben natürlich nicht Fränkisch gesprochen, immer noch mit einem leichten österreichischen Einschlag. Und mein großer Bruder, wenn der in Österreich war, dann ist er gar nicht aufgefallen, da hat er gesprochen wie die auch dort. Aber ich habe halt doch das Erlangerisch gelernt, weil in der Loschke-Schule war ja damals, sag mal, der Ausländeranteil relativ gering, sondern es waren halt die Altstädter, die da gewohnt haben. Und dann war das halt immer ganz munter. Und später waren wir in der Prinzregentenschule und dann am Gymnasium, nein, in der Loschke-Schule hat es keine großen Strafen gegeben. Ich weiß nicht, ob man noch vor die Tür, aber Schellen hat es gegeben. Ja, also wir haben schon noch Ohrfeigen gekriegt und einer hat uns im Stock immer verprügelt. Nein, im Gymnasium ist dann nimmer ganz so gewesen, da ist mir ja nimmer verhaut worden. Aber also ich habe schon zweimal einen Direktoratsarrest gekriegt. Oh, Direktoratsarrest gleich. Ja, das war also schon. Das ist ja schon die Champions League der, der Schulstrafe. Ich bin auch heute stolz drauf, denn die Ereignisse waren, dass ich einmal zu einem Tennisturnier gefahren bin. An Samstagschule war ja da. Und wir haben uns gar nichts dabei gedacht. Ich bin halt am Samstag mit dem Bus, damals haben ja die Eltern nicht nur auf die Turniere gefahren, so wie das heute ist, sondern ich bin halt mit dem Bus zum Hugenottenplatz und dann in den Zug eingestiegen nach Nürnberg. Und da muss mich ein Lehrer gesehen haben. Und den Lehrer hat meine Mutter dann später angerufen und hat gesagt, mein Sohn ist krank. Oh. Und der Lehrer hat den schönen Namen Teufel gehabt. War aber ein prima Kerl im Grunde. Ja. Der hat sich halt totgelacht. Das war nur ein Sportsmann. Der war später sogar, damals hieß es ja noch nicht Präsident, sondern da hieß es ja noch Vorstand, bei der Spielvereinigung Erlangen war der später. Naja, da habe ich halt den Direktoratsarrest gekriegt. Und den zweiten war wegen unerlaubter Entfernung von der Truppe. Naja, da waren meine Eltern verreist und da war ein Ausflug und damals sind wir noch gewandert. Heute wird ja alles nicht mehr organisiert, ist wahrscheinlich alles auch haftungsmäßig, alles ein Problem. Wir sind am Hetzles gewandert. Und wir waren damals schon etwas gefürchtet, weil wir gerne in die Wirtshäuser eingekehrt sind. Und da hat uns der Lehrer konsequent an allen Orten vorbeigeleitet. Und der letzte Ort war Hetzles. Und das war die letzte Chance, ein Brotzeit zu kaufen. Und da habe ich ein paar angestiftet, habe gesagt, lass doch die vorausgehen. Und wir kaufen uns jetzt eine Brotzeit. Und haben uns eine schöne Brotzeit gekauft, war nicht im Wirtshaus. Und haben dann einen Bauern erwischt, der uns hochgefahren hat auf den Hetzles. Und da waren die alle schon oben und wir kamen in unsere Brotzeit rein. Ja, das hat der Lehrer uns übel genommen. Ja, wir haben Direktoratsarrest gekriegt. Das ist schon heftig, weil normalerweise ist so die Hierarchie Verweis, Arrest und dann Direktoratsstrafen. Also das war schon dann ja, das ganz war ordentlich. Gleich, das war jeweils schon am Ende des Schuljahres. So schlimm war das nicht. Und meine Eltern haben das mit großer Gelassenheit haben die das getragen. Aber in der Schulzeit hat der Heinrich von Pierer schon Geld verdient. Und zwar mit der schreibenden Zunft. Meine Eltern kamen schnell auf die Idee, dass es vielleicht gut wäre, wenn ich was dazu beitrage zur Finanzierung meines Studiums. Und mein Bruder hat damals für die Erlanger Nachrichten gearbeitet. Und da habe ich dann mit 16 Jahren meinen ersten Sportbericht geschrieben und habe das immerhin 12 Jahre lang habe ich das gemacht. Und ich habe viel dabei gelernt. Man lernt halt auch, ein Fußballspiel ist auch was Komplexes. Und ein Fußballspiel zu beschreiben, sich ordentlich auszudrücken, das zusammenzufassen, keine Rechtschreibfehler zu machen. Ich habe mich auch mit der Interpunktion etwas befasst damals. Mir fallen heute noch Briefe auf, wo die Kommas nicht drin sind. Das regt mich manchmal auf. Oder wenn ich heute Seminararbeiten an der Universität in Nürnberg korrigiere, die Leute können die Kommas nicht. Rechtschreibfehler machen es weniger, weil sie alle ja heute schöne Programme haben. Das ist schon alles meistens in Ordnung. Groß- und Kleinschreibung, naja, immer schwieriger, aber das ist ja sowieso schwierig. Aber wenn die Kommas fehlen, das stört mich. Das habe ich damals alles gelernt. Bezahlt war es mit 20 Pfennig die Zeile.
Und in meiner Glanzzeit am Ende habe ich immerhin an die 400 Mark verdient. Oh. Also da war ich ordentlich unterwegs und mein Studium konnte ich damit leicht finanzieren. Ich habe sogar einen Motorroller dann am Anfang gehabt und später einen VW Standard. Das war dann alles möglich, aber man konnte nicht verreisen. Ich bin auch im Sommer gar nicht in Urlaub gefahren, weil ich immer Angst hatte, ich verliere den Job da. Und es war halt jedes Wochenende war ich auf den Sportplätzen. Es gab eine Zeit, da habe ich gesagt, wenn man mir die Wade eines Erlanger Fußballers auf einem Bild zeigen würde, könnte ich sagen, wer das ist. Aber jetzt noch mal zu den Honoraren. Haben die Verlage dann auch ordentlich bezahlt? Das war ja wohl damals Junge und Sohn oder Nürnberger Nachrichten. Entschuldigung, Herr Greiner, jetzt muss ich eine Geschichte erzählen. Ich habe damals auch gelernt, was soziale Einstellung am Papier ist und in der Darstellung und wie es in der Wirklichkeit ist. In der Wirklichkeit war das so, dass wir ja freie Mitarbeiter waren und die Redakteure damals, zur Zeit von Herrn Greiner war das ja später, alles sicher ganz anders. Wenn die nicht mehr viel arbeiten wollten, haben sie halt die freien Mitarbeiter losgeschickt. Und dann war aber da ein bestimmtes Budget für die freien Mitarbeiter und das war halt dann manchmal überschritten. Und einer meiner Kollegen, der ist verstorben damals, der sehr gute Sportberichte geschrieben hat, ich habe die Zahlen nie gezählt, das war mir viel zu langweilig, ob ich da jetzt wirklich das ganze Geld gekriegt habe oder nicht, aber der hat seine Zahlen gezählt gehabt und hat festgestellt, er ist nicht voll ausbezahlt worden. Und abends, wenn dann alle weg waren, wir waren ja die Letzten beim Sportberichten immer, die Letzten da in der Redaktion, da waren alle schon weg, hat er halt ein wenig gestöbert da, wo das Zeug halt lag. Und ist darauf gekommen, dass die es tatsächlich fertiggebracht haben. Wenn da also meinetwegen Honorar von 420 war, dann wurden da 30 oder 40 Mark rausgekürzt und man hat 390 ausbezahlt bekommen. Und das muss ich sagen, da habe ich viel gelernt. Weil ein freier Mitarbeiter kann sich ja nicht beschweren. Da kommt auch meine grundsätzlich positive Einstellung zu den Gewerkschaften her. Weil ich meine, wenn man da jemanden gehabt hätte, bei dem man sich beschweren hätte können und der das also dann aufgegriffen hätte, wenn das später bei Siemens passiert wäre, wären die Leute zum Betriebsrat gegangen. Und dann wäre das natürlich, sagen wir mal, etwas unangenehmer geworden, die Diskussion. Da hat man den Mund halten müssen, weil dann hätte es vielleicht ein anderer den Job gekriegt und dann wäre die ganze Sache mit dem Studium schwieriger gewesen. Also, das ist alles sehr lange her, aber ich habe das nicht vergessen. Jetzt, der Schüler, war der auch schon damals Tennisspieler in dieser Zeit? Naja, das Tennisspielen, ich habe ja als Balljunge begonnen da. Und wenn dann ich richtig unterrichtet bin, beim Turnerbund haben Sie ja dann wohl auch Ihre Frau kennengelernt. Da wollen wir mal ein bisschen mehr Details wissen. Über das Kennenlernen schon, das kann ich schon sagen. Also, und dann habe ich halt, wie man damals gesagt hat, als Ballruss habe ich begonnen. Und mit einem gebrochenen Schläger, das hat mir jemand einen alten Schläger geschenkt, der halt einen Rahmenbruch hatte. Aber das hat man damals, ich war froh, dass ich den gehabt habe. Und dann habe ich halt begonnen. Und Gott sei Dank hat es damals Tennisspielen nur im Sommer gegeben. Es hat ja keine Halle gegeben. Das war, ich habe am 1. Oktober mal aufgehört und um den 5., 10. April haben wir wieder angefangen. Meine Noten sind dann im Sommer immer leicht abgesunken und im Herbst auch nicht gleich angestiegen. Aber im Winter habe ich mich immer völlig erholt. Und vorgestern habe ich meine 66. Saison als Verbandsspieler begonnen mit einem schweren Match am Turnerbund. Hat sich wieder einer, der leider etwas jünger war wie ich, hat sich fürchterlich gewehrt. Es war Wind und es war Sonne und der hat mir alles abverlangt. Nach 2 Stunden war ich platt. Da kommen wir dann später nochmal drauf, auf diesen Tennissportler, dann schon als Senior. Ein Artikel aus den Erlanger Nachrichten vom September 88, beziehungsweise vom September 90. Die Überschrift ist natürlich noch besser. Pierer siegte gleich zweimal, also als Stadtmeister. Das sind aber schon Seniorenveranstaltungen. Also die werden ja beim Tennis nicht mehr ganz so ernst. Und ich war immerhin mal bayerischer Jugendmeister, das war schon eine andere Veranstaltung. Also da bei den Senioren, naja, da geht es darum, wer halt noch ein bisschen besser laufen kann, der gewinnt dann meistens. Aber Sie haben uns ja gerade vorhin versprochen, dass Sie zumindest etwas erzählen, wie Sie Ihre Frau kennengelernt haben. Am Turnerbund halt. Ja. Da bin ich reingekommen und da stand die mit ihrer Schwester da. Da kann ich mich noch ganz genau erinnern. Das war im Mai 1900. Meine Frau ist ja Gott sei Dank nicht da. Die ist mit den Enkelkindern verreist, sonst wäre die da. Weil ich immer das Datum nicht so ganz genau weiß. Das wissen ja Frauen meistens besser, das Datum. Also es war aber im Mai, so um den 5., 6. Mai 1961.
Das ist ja fast ein Jubiläum dann. Ja, gut. Ja, kann man heute sagen, haben wir den 4. Mai und dann Einserjahr. Ja, Abitur abgelegt und diese Abiturfeier scheint ja etwas aus den Fugen geraten zu sein. Na, es gab zwei Ereignisse, die haben meinen Weg bei Siemens, sagen wir mal, indirekt etwas mitbestimmt. Das eine war der Schneeballwurf auf den späteren Vorstandsvorsitzenden der KWU, der das, meine Treffgenauigkeit geschätzt hat bei dem Wurf. Und das andere war dann diese, ja, sagen wir mal, besondere Abiturfeier, wo wir, damals hat man noch Bärenwein getrunken. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Und natürlich zu Fuß auf den Ratzberg hoch. Wir sind ja zu Fuß hochgegangen. Und das war nach dem Abitur war fertig, letzte Klausur. Und dann sind wir hochgezogen. Und da waren wir fröhlich. Und wie wir runtergegangen sind, haben wir uns ja gut ausgekannt und haben gedacht, jetzt gehen wir nochmal schwimmen. Und schwimmen gegangen sind wir an der Hindenburgstraße, weil wir uns da ausgekannt haben. Und da waren ja die verschiedenen Bäder. Und naja, einer von den Leuten ist nervös geworden, weil der hatte drei Töchter und wir waren so 12, 14 junge Männer, alle nackt natürlich, hatten unsere Kleider am Bürgermeistersteg unten in die Röhre reingelegt und sind durch die Hindenburgstraße vor und in die Bäder rein. Und vom einen Bad zum anderen und der eine ist nervös geworden, weil er um seine drei Töchter offenbar von den 14 oder was jungen Männern, nackten jungen Männern Angst gekriegt hat. Plötzlich war die Polizei da. Und dann sind wir geflüchtet und ich bin etwas unglücklich geflüchtet, weil ich gedacht habe, die Polizei geht uns nach. Ich bin auf die Idee gekommen, uns nachzugehen und bin über die Schwabach geflüchtet. Rüber bis auf die Spadacher Straße und dort in den Keller rein. Aber dazwischen war ein Stacheldrahtzaun. Und wenn man nackt ist und stürmt in einen Stacheldrahtzaun und steigt dann noch über den Stacheldrahtzaun drüber, und läuft dann durch die Schwabach durch und durch den ganzen Dreck, der da war, über den Acker drüber, war das nicht so gut. In dem Haus, wo ich dann meinen Freund rausgeklingelt habe, Nübelmann hieß der, Manfred Nübelmann, ein großer Freund von mir, der hat uns in seinen Keller, da hat es dann plötzlich so tipp, tipp, tipp gemacht, das Blut runtergetropft. Naja, dann haben die meinen Bruder geholt und mein Bruder ins Krankenhaus, die haben mir nur ein Hemd angezogen und mit dem Hemd bin ich dann in das Krankenhaus rein und war dann 12 Tage im Krankenhaus. Also so ganz spaßig war die Geschichte nicht. Ich bin aber auf die gute Idee gekommen, wie ich rausgekommen bin, mich bei dem, der die Polizei geholt hat, zu entschuldigen. Und natürlich bin ich leidend dahin, auf Krücken dann, weil das immer noch nicht so toll war. Auf Krücken bin ich zu dem Rhein, Hindenburgstraße, Max-Busch-Straße. Manche Siemens-Leute wissen, wer da gewohnt hat. Da hat ein damaliger Direktor gewohnt und später war der Personalchef, der Herr von Oertzen. Naja, und wie ich mich dann beworben habe, habe ich mich bei dem, ach so, wie ich mich entschuldigt habe, hat er zu mir gesagt, okay, weil der hat ja die ganze Stadt gewusst, was da passiert war. Der hat dann auch ein komisches Gefühl gehabt, weil es eine ganz harmlose Veranstaltung war. Also, wenn Sie, was machen Sie, studieren ja, wenn Sie mal, melden Sie sich bei mir. Naja, kaum waren 8 Jahre rum, war ich fertig und habe ich mich bei dem gemeldet. Und der hat dann meine Einstellung offenbar befürwortet. Und so bin ich im Grunde zu Siemens gekommen. Wenn es den nicht gegeben hätte, also der Schneeballwurf hat später meine Karriere etwas befördert und dieser etwas, sagen wir mal, extensive Abendfeier, die hat dann meine Einstellung mit herbeigeführt bei Siemens. Da könnten wir fast daraus lernen, aus Streichen, das sind karrierefördernd, ne? Der Zufall spielt im Leben eine große Rolle. Und es waren ja zwei richtige Zufälle halt. Aber jetzt haben Sie natürlich schon eine gefährliche Zahl verraten. Kaum waren 8 Jahre vergangen, also zwischen Abitur und Fertigsein. Wie haben Sie denn das geschafft, 16 Semester zu studieren? Was haben Sie denn in der Zeit gemacht? Erst einmal ist, also das juristische Studium war damals, sagen wir, in der Regel war das 8 bis 9 Semester, das Referendarexamen. Und den Referendar, das waren halt 3,5 Jahre. Also insofern waren diese 8 Jahre, waren es die ganz normale Regelzeit. Aber ich habe ja das gut genutzt und habe ja noch ein zweites Studium so nebenbei gemacht und habe ja noch Volkswirtschaft studiert. Und da waren dann wirklich in meinem Studienbuch 16 Semester drin gestanden. Und das war mir dann doch etwas unangenehm. Da bin ich mal, da haben wir ein Studienbuch gehabt, heute haben die das ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Und da bin ich dann einmal ins Schloss gegangen und habe mir 4 Semester rausstreichen lassen, weil die habe ich gar nicht studiert.
Und die haben die rausgestrichen, dann waren es am Ende dann bloß noch 12 Semester, die dann gezählt haben. Aber immerhin bin ich zum Examen ja angetreten in Volkswirtschaft, was man heute auch nicht mehr könnte. Ich glaube, so zwei Studien nebeneinander zu machen, das wäre heute unmöglich gewesen. Und insofern habe ich es dann am Ende noch zum Diplom-Volkswirt gebracht. Den habe ich aber erst fertig gemacht, da war ich dann schon bei Siemens. Aber schon eine tolle Geschichte, also Abschluss, Diplom-Volkswirt und Volljurist. Also. Ja, aber das ging damals, heute, ja. Das kann man völlig vergessen. Das Glück war damals eigentlich ein bisschen Pech für die Universität, dass die volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Fakultät damals aufgelöst worden ist. Und ist ja nach Nürnberg verlagert worden, in die sogenannte sechste Fakultät. Da waren aber exzellente Professoren in Erlangen, wie der Professor Stucken zum Beispiel, noch ein paar andere, das waren ja große Wissenschaftler. Die haben aber keine Studenten mehr gehabt, weil die Studenten natürlich dann nach Nürnberg gegangen sind. Das hat ja keinen großen Sinn mehr. Aber ich habe halt hier angefangen und war dadurch in Vorlesungen, wo man normalerweise als Erstsemester gar nicht reingeht. Aber das hat mich zeitweise mehr interessiert als das ganze juristische Studium. Und ich habe das eigentlich jetzt nicht handwerklich so toll betrieben. Ich habe es mehr als, sagen wir mal, als generelle Ausbildung und ja, volkswirtschaftliche und wirtschaftliche Bildung eigentlich betrieben. Und später hat mir das aber geholfen, weil ich doch über wirtschaftliche Themen besser mitreden konnte als andere, die halt nur, Entschuldigung, wenn ich das sage, nur von einem juristischen Studium kommen. Herr Dr. von Pieritz, jetzt haben Sie ja schon mal gleich zwei Standorte der Friedrich-Alexander-Universität angesprochen. Mir ist noch in Erinnerung, dass Sie vor wenigen Wochen in einer Diskussion aufgestanden sind, als Präsident Honecker, der neue Präsident der Friedrich-Alexander-Universität, gesagt hat, ja, also wir wollen jetzt einen großen Teil der technischen Fakultät nach Nürnberg verlegen. Sie haben das sehr kritisch kommentiert. Und wenn ich das richtig höre, haben Sie dann auch gleich noch einen konkreten Vorschlag gemacht. Ich würde das auch heute noch kritisch kommentieren, wobei ich jetzt nicht Herrn Honecker kritisieren will. Der Honecker hat es ja übernommen und ich meine, der Honecker ist für die Universität ein Glücksfall, glaube ich. So wie er das angefangen hat und wie er sich da darstellt. Also ich habe hohen Respekt davor, wie er das macht. Also um Gottes Willen, den meine ich nicht. Aber dass man eine, also in, sagen wir mal, im Unternehmen habe ich gelernt, Structure follows Strategy. Und, oder man kann auch anders sagen, wenn man ein Gebäude hat, ändert man noch lange nicht die Strategie. Sondern erst hat man eine Strategie und dann schafft man sich die notwendigen Gebäude dazu und die Strukturen. Und da ist es andersrum. Da hat man halt festgestellt, dass man auf AEG ein schönes Gelände hat und sagt, warum soll ich jetzt hier weiter investieren? Ich gehe jetzt in das Gelände in Nürnberg. Und trennt jetzt die Fakultät, ein Drittel bleibt in Erlangen, zwei Drittel gehen nach Nürnberg. Und dann habe ich angeknüpft an das, was Herr Honecker gesagt hat. Herr Honecker sagt, ja, in den alten Zeiten, er hat sich aber gar nicht auf die Verlagerung bezogen, sondern es war ganz allgemein. In den alten Zeiten war das so, da hat es 4 oder 5 Studiengänge gegeben an der Technischen Fakultät, heute gibt es 21. Richtig. Ja. Daraus habe ich geschlossen, dass sich die 21 Studiengänge natürlich überlappen, ist doch klar. Das sind ja nicht 21 Departments, also Unterabteilungen der Technischen Fakultät, sondern das sind natürlich, gibt nach wie vor nur 4 oder 5, ich weiß nicht wie viel. Und dann überlappen sich die Studiengänge. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, der Studenten, die, wir wollen ja so ein Studiumgenerale, wir wollen ja gerade nicht die Einseitigen, wir wollen ja, dass die Leute breiter angelegt sind. Wie soll das eigentlich gehen? Ich habe gerade mit einem Professor mich heute unterhalten, weil ich mich so ein bisschen um den Energiecampus da drüben kümmere. Der hat mir erzählt, seine letzte Fahrt ohne Auto von AEG hierher zur Technischen Fakultät hätte 1 Stunde gedauert mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Jetzt soll keiner anfangen, dass die Stadtumlandbahn da die geringste Erleichterung bringt, die geht nämlich ganz woanders hin. Also die hat damit gar nichts zu tun, sondern er muss über die S-Bahn gehen oder irgendwie. Also warum sollen dann Studenten eigentlich dann noch in Erlangen studieren, frage ich mich, wenn sie solche Studiengänge wählen und dabei auf diese Infrastrukturprobleme stoßen würden. Das habe ich gesagt. Und ich frage mich immer, warum solche Argumentationen eigentlich nicht von Studenten herkommen und sagen, was ist das Beste für die Studenten und nicht, was ist das Beste fürs Gebäude? Um das jetzt mal ganz platt zu formulieren. Und dann habe ich gesagt, im Übrigen, das ist zwar sehr bedauerlich, und ich habe ja mal mit dazu beigetragen, dass die Areva überhaupt sich hier so etabliert hat und dass das alles so gekommen ist, weil wir damals ja quasi schon den Ausstieg aus der Kernenergie bei Siemens sehr frühzeitig eingeleitet haben, aber eben auf eine für die Menschen verträgliche und elegante Weise, glaube ich, als Areva. Und Areva hat ja darauf gesetzt, dass es zu einer Renaissance der Kernenergie kommen würde.
wie Frau Merkel das ja auch gesagt hat, und durch Fukushima, was also mit deutschen Kernkraftwerken nur gar nichts zu tun hatte, ist das ja beendet worden. So, 2022 werden die letzten Kernkraftwerke abgestellt in Deutschland, dabei die noch immer drei modernsten Kernkraftwerke der Welt. Es gibt keine besseren sicherheitstechnisch als die drei Konvoi-Anlagen stehen in Deutschland. Die 58 französischen Kernkraftwerke haben, ich will gar nicht gegen den Sicherheitsstandard der französischen Kernkraftwerke sagen, aber sind vom Sicherheitsstandard nicht auf dem Level der drei und schon gar nicht die, die uns da aus Mittel- und Osteuropa mitunter mit Strom beliefern. Also, die werden abgestellt. Damit werden natürlich die Leute dort, das kann man sich alles ausmalen, da wird ja keiner so richtig drüber reden wollen, aber wo bleibt dann die Basis für deren Beschäftigung? Die werden sich beim Rückbau der Kernkraftwerke engagieren, weil das in Deutschland wahrscheinlich die Franzosen als einen Schwerpunkt weiter sehen werden. Das glaube ich schon. Das würde ich an deren Stelle auch so machen. Nur Rückbau Kernkraftwerke, das habe ich schon in meiner Zeit, wie ich noch für solche Themen verantwortlich war, mal untersuchen lassen. Das beschäftigt ein paar Ingenieure, also mehr als ein paar schon. Aber da geht es ja nicht mehr darum, um den Bau, sondern geht es um Genehmigungsverfahren, wie organisiere ich sowas. Alles andere machen ja ganz andere Leute. Also, es wird Gebäude, um mal das klar zu sagen, werden frei werden. Und ich hatte mir gedacht, dass sich die Stadt Erlangen, Universität, vielleicht frühzeitig mal, diese ganzen Planungen über Gebäude sind ja sehr langfristig, dass man sich frühzeitig da mal vielleicht mal unterhalten würde, ganz vorsichtig natürlich und keinen Druck ausüben, um Gottes Willen, sondern sehr diplomatisch, ob nicht diese Gebäude für die Technische Fakultät bereitstehen könnten. Denn das wäre natürlich viel einfacher für Studenten und Professoren, da dort eine neue Heimat zu finden. Also aber das greift keiner auf. Also Sie denken an die Gebäude da entlang Bachgraben, ja, Henri-Dunant-Straße oder Paul-Gossen-Straße, gerade mal 1500 Meter entfernt von der Technischen Fakultät. Ich vermute, auch Helmut Volz hätte vermutlich so gedacht. Mich wundert, dass das Thema also keiner richtig aufgreifen will, weil das... Ja gut, Sie haben es ja jetzt vor zwei Wochen schon mal angesprochen und heute... Was ich sage, ich bin Pensionär, das interessiert ja nicht mehr. Das interessiert heute Es geht um die Güte der Argumente, Herr Dr. von Pierer. Ja, kommen wir aber zurück nochmal zu dem Studenten Heinrich von Pierer. Wir haben ja schon über seinen Abschluss gesprochen, Volkswirtschaftslehre, Jura. Aber irgendwann haben Sie sich sogar am Anfang mal für Physik interessiert, aber das ist Ihnen, glaube ich, ein wenig als ein sehr dickes Brett vorgekommen, oder? Ich habe mir gedacht, nach dem Abitur, man muss ja doch mal seine Optionen, heißt es heute, muss man ja mal überlegen und prüfen. Da habe ich mir gedacht, vielleicht könnte ich mal Physik studieren. Und dann bin ich damals in Vorlesung gegangen, also noch wie ich in der Schule war. Da die letzten Wochen da. Und der Professor, zu dem ich gegangen bin, kann ich mich noch genau erinnern, Professor Nöbeling, der war ja auch mal Rektor der Universität, ein wirklich anerkannter Mann, eine große Koryphäe, hat auch hübsche Töchter gehabt. Auch dadurch war er mir gut bekannt. Und ich habe sehr schnell festgestellt, dass ich das, was der da erzählt, das war Mathematik im Wesentlichen, dass ich das nicht so recht verstanden habe. Und habe dann gedacht, na, das mache ich besser nicht. Also deswegen dann die klare Entscheidung dazu. Jetzt wollen wir aber auch den Jungpolitiker Heinrich von Pierer mal ansprechen. Es sind ja 1972 einige junge Stadträte auf der CSU-Liste gewählt worden. Heute würde man fast sagen, eine pararevolutionäre Gruppe innerhalb der CSU. Wie hat sich denn diese Gruppe dieser Jungrevolutionäre überhaupt gefunden? Hermann Gumpmann ist ja auch hier. Einer sitzt ja da, der Hermann Gumpmann. Naja, wir haben uns vom Sport gekannt und von anderen, von der Schule teilweise und haben uns da plötzlich wiedergefunden. Eine Rolle hat damals, ich weiß nicht, ob der Kreisvorsitzende, irgendwas hat er, eine Rolle hat er gespielt, das war der Manfred Schöps, der hat uns da etwas animiert und es hat sich schon gegen die Etablierten gerichtet, gegen die, aus heutiger Sicht waren es, aus meiner Sicht waren es lauter junge Leute, aber damals waren die halt schon 55 oder was und waren im Grunde uralt und wir waren jung und haben da Spaß dran gehabt und haben uns halt da engagiert und haben einen eigenen Wahlkampf geführt gegen die Etablierten. Naja, das hat der Zeitung auch gefallen, weil es ja so, hat ja ein bisschen Schwung reingebracht. Wir haben eigene Prospekte gehabt und haben uns ja auch vor die Fabriktore gestellt und
Das hat mir später aber auch geholfen. Erstmal haben wir gut abgeschnitten, ja, weil die Leute mögen ja junge Leute. Das sind ja junge Leute, die ein bisschen aufmüpfig sind. Das ist ja auch was Schönes. Das freut einen ja, ja, dass Leute irgendwas in Frage stellen und neuen Schwung in eine Sache reinbringen wollen. Außerdem waren wir gut bekannt, weil wir halt alle Sportler waren. Der Gerd Lohwasser war dabei zum Beispiel. Der Günther Egelsheer, der da leider abgesprungen ist, kurz vor Ende, weiß nicht warum eigentlich. Aber da waren die Leute dabei, die waren. Und der Hermann Gummer, den hat ja jeder gekannt. Und wir haben bei den Sportvereinen haben wir natürlich große Reklame für uns gemacht. Und der Kapo war dabei. Der Kapo aus Sieglitzhof, der hat ja Stimmen gekriegt, noch und noch. Also wir waren eine gute Truppe, oder die Herr Droger ist ja da, seine Frau war dabei. Das war eine tolle Truppe und wir sind gut gewählt worden. Naja, und dann haben wir angefangen, wir waren in der Opposition. Und ich war im Stadtrat 18 Jahre Opposition. Darf ich noch mal ganz kurz nachfragen, wer Sie jetzt ganz konkret auch angesprochen hat? Weil beim Gerd Lohwasser wissen wir aus eigenem Munde, dass ihn damals der Sponsel angesprochen hatte. Und er hat dann gesagt, jawohl, er kandidiert für den Stadtrat, ohne zu wissen, dass der Sponsel ja Sozialdemokrat war. Das hat sich dann erst rausgestellt. Das wusste ich besser, weil der Sponsel war ja mein Lehrer am Friederizianum. Der Sponsel war ja ein prima, auch ein unheimlich netter. Der hat mir zweimal dieselbe Strafarbeit aufgegeben und hat sie sich nie aushändigen lassen. Da habe ich es beim zweiten Mal wieder herzeigen wollen, weil ich was schreiben musste, hat er es wieder nicht genommen. Also, aber so war der halt. Der war ja ein unheimlich guter Typ, der Sponsel. Auch als Lehrer, als Sportlehrer war er. Nein, wir haben uns da zusammengefunden, kann ich gar nicht mehr so recht sagen. Wir waren halt so ein paar und plötzlich waren wir so eine Gruppe und dann hat es eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Aber meine politische Karriere, die war, ist ja, also Stadtrat war natürlich ganz schön, ich habe eine Menge gelernt dabei. Immer in der Opposition und die CSU hatte erst gewonnen, wie ich weg war. Manche böswilligen Leute sagen, weil du weg warst und immer angetreten bist. Ich sage, weil wir 18 Jahre lang wirklich konstruktive Opposition betrieben haben und deshalb haben die Leute dann die CSU gewählt und haben gar nicht mehr gemerkt, dass ich nicht mehr zur Wahl stand. Also das ist die freundliche. Aber meine politische Karriere hätte ja eigentlich in den Bundestag führen sollen. Und, Da fehlt dir irgendwo mal eine Stimme, ne? Da habe ich mich also wirklich geradezu prostituiert, muss ich sagen. Erstmal war das schon in Erlangen umkämpft. Da war halt der andere auch noch da. Und dann hab's ja, Helmut Droger wird sich da noch bestens erinnern, da hat es ja wilde Abstimmung gegeben, er hat mit abgestimmt. Da haben wir gemerkt, er durfte gar nicht abstimmen, weil er Österreicher war. Da musste die ganze Wahl wiederholt werden mit dem ganzen Ding da. Das haben da Leute angefochten, die interne Wahl. Also lauter so Zeug hat es da gegeben. Naja, aber dann habe ich es geschafft gehabt eigentlich aus Erlangen. Aber das war so, der Erlanger Wahlkreis ist ja ein Riesenwahlkreis gewesen und die mehreren waren die aus dem Land. Und die aus dem Land waren 32, die aus der Stadt waren glaube ich 14 und die aus dem Landkreis waren auch nochmal 14. Und es gab mehrere Kandidaten. Und am Ende bin ich zu allen Delegierten, das waren, die Erlanger musste ja nicht, kann die alle, aber das waren an die 60 Delegierten. Und da kommt mir nicht, ich habe ja gearbeitet schon, ich konnte nicht da, aber war ich teilweise in Verhandlungen da unterwegs, bin abends schnell dahergefahren, bin wieder auf Versammlung gegangen, habe die Leute besucht, am Samstag früh, vor 10:30 kann man nicht hingehen, aber nach 12 Uhr auch wieder nicht mehr und am Sonntag natürlich erst, wenn sie aus der Kirche gekommen sind, wenn sie in der Kirche waren, was man nicht wusste, aber vor 11 Uhr konnte man auch nicht hingehen. Ich habe sie alle besucht und immer war die Antwort, interessante Kandidatur, also schön, dass sie das machen. Interessant, interessant. Vor allem die im Nürnberger Land. Und gewählt hat mich von denen keiner dann. Und dann habe ich wirklich mit einer Stimme, habe ich dann im Roten Ross von Heroldsberg, war das glaube ich, habe ich verloren. Und ich sehe noch meinen Vater, wie ich heimkomme, sagt er, der war jetzt nicht sehr religiös. Also ich hätte den ganzen Tag gebetet, dass ich da verliere. Aber später hat mir das auch geholfen, weil ich habe ja sehr viel mit Politikern zu tun gehabt. Und in den Politikern konnte ich immer erzählen. Erstens einmal habe ich Wahlkampf gemacht. Und ich stand um 6 Uhr früh vor Firmentoren, wollte meinen Prospekt übergeben. Und dann hat einer gesagt, dein schwarzes Klump mach ich nicht. Ja. Das konnte ich den Leuten sagen. Und außerdem habe ich immer erzählt, ich bin ja nur bei Siemens was geworden, weil ich ein gescheiterter Politiker bin. Und das hat also den, ich wusste, ein bisschen Scherz war natürlich, aber das hat mir schon geholfen. Die haben mich immer als einen der Ihren eigentlich angesehen. Weil das war doch selten, dass einer da sagen konnte, ich bin jetzt Vorstandsvorsitzender, ich habe aber früher Prospekte selber geschrieben und an den Plakate Vertrag geklebt, vermutlich auch. Ne? Alles mögliche. Ja, so viel jetzt zu dem Stadtrat am Anfang.
Und ich denke, gerade in der Anfangszeit, als Sie noch nicht bei Siemens, ich sage jetzt mal in der Hierarchie so weit oben angesiedelt waren, haben Sie eine ganze Menge Ausschüsse auch, waren Sie in Ausschüssen vertreten. Und Sie mussten sich erst hochdienen, bis Sie dann auch in den Aufsichtsrat der Erlanger Stadtwerke gekommen sind. Ja, der Aufsichtsrat der Erlanger Stadtwerke war deshalb so begehrt, weil da hat es zwar kein Geld gegeben, bei der Sparkasse hat es immer so ein bisschen kleines Geld gegeben noch für den Stadtrat, da ist man schon gleich gar nicht reingekommen. Obwohl ich eigentlich auch ganz gerne reingegangen wäre. Aber beim Stadtwerken hat es kein Geld gegeben, aber einmal hat es da noch Fahrten gegeben. Also da ist sozusagen zur Belohnung wurde mit den Aufsichtsräten wurde eine Fahrt. Und die war aber gut begründet. Wir haben uns die Fernwärme in Finnland natürlich angeschaut. Wo denn sonst? Die Stadt hat aber davon profitiert. Man ist wirklich aus Finnland zurückgekommen und hat die Fernwärme ganz anders gesehen wie vorher. Das war noch der Herr von Oertzen. Wohl bekannt. Das war ja ein großer Verfechter der Fernwärme. Das haben wir aber alles im Grunde gelernt dabei. Oder wir waren einmal in Ungarn und haben gelernt auch eine Menge, wie man mit Bussen und mit anderen Themen umgeht. Also es war nicht so. Später musste es eingestellt werden, weil das steuerlich ja nicht mehr ging. Also das war also dann nicht mehr. Ja, in die Stadtwerke bin ich erst ganz spät reingekommen und sonst war ich etwas übereifrig am Anfang mit Ausschüssen. Naja, am Ende habe ich mich auf den Haupt- und Finanzausschuss beschränkt. Und nachdem wir immer in der Opposition waren, war es jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich einmal nicht da war, weil die anderen haben so den Finger gehoben und abgestimmt und da war ganz egal, welches Thema war. Das Einzige, wo man gewinnen hat können, war beim Sport. Beim Sport wurde überparteilich abgestimmt und da haben die vorher machen können, was sie gewollt haben, die Spitzen der Fraktion, die haben dann immer irgendwo und haben so einen halben Fraktionszwang, den darf es ja eigentlich gar nicht geben, aber den hat es natürlich doch gegeben und nur wenn es um Sport ging, da wusste man ganz genau, da gehen die Arme ganz anders hoch. Und zwar quer durch alle Fraktionen und die Sportmafia, haben manche gesagt, Sport. Ehrenwerte Gesellschaft hat sich bei allen Sportthemen immer durchgesetzt. Ja. Sonst war das schon, konnte man eigentlich wenig bewirken in der Opposition. Reden halten konnte man. Aber und den Oberbürgermeister habe ich öfters geärgert. Muss ich mich heute noch dafür entschuldigen, dass ich da manche Dinge losgelassen habe, wo ich heute sage, um Gottes Willen, was habe ich da für Zeug von mir gegeben. Das würde ich also auch nicht mehr machen. Also ich habe ein internes Dokument gefunden in den vielen, vielen Dokumenten, die die Stadt Erlangen über den Heinrich von Pierer gesammelt hat. Das ist eine gute Tradition. Bei der Stadt Erlangen, dass sehr, sehr viel aufgehoben wird und insbesondere auch in der Amtszeit meines Amtsvorgängers, aber auch in meiner. Und ich habe ein Dokument gefunden von unserem Altoberbürgermeister Dietmar Hallweg, der dann berichtet hat, ich zitiere jetzt nicht wörtlich, sondern nur sinngemäß, dass die Frau Hallweg sich mal beim Herrn von Pierer beschwert hat, wie er denn mit ihrem Mann umspringe. Das habe ich aber alles korrigiert. Ich habe nämlich mit ihr auf der Bergkirchweih Brüderschaft getrunken. Nicht mit dem Dietmar, sondern mit ihr habe ich Brüderschaft getrunken. Und das kam so zustande, es hat doch den Pinsel gegeben. Genau. Und den Pinsel haben wir doch alle geliebt. Nur auf der Bergkirchweih war das schwierig. Weil der Pinsel, sagen wir mal, ganz vorsichtig, Gott hab ihn selig, man wollte nicht unbedingt aus seinem Maßkrug trinken. Aber Pinsel ist auf die Leute zugestürmt und vor allem auf die Heide, weil er die auch gemocht hat. Und die musste immer aus seinem Maßkrug trinken. Und da habe ich ihr einen Trick verraten, wie man das macht. Man hat immer einen eigenen Maßkrug in der Hand. Dann kann man nämlich anstoßen. Da muss man nie aus dem Maßkrug von dem anderen trinken. Und das hat sie mir so hoch angerechnet, dass wir kurz danach per Du waren, aber mit ihm nicht. Also das war obwohl Sie ihm ja eine ganze Menge zu verdanken haben, denn als es um die Berufswahl ging, ich meine, Siemens war jetzt nicht die erste Adresse für den Heinrich von Pierer, der verschiedene Dinge sondiert und Sie hatten ja offensichtlich auch so ein gutes Examen, dass Sie auch Notar hätten werden können. Naja, ich wollte eigentlich nicht zu Siemens, muss ich sagen, weil ich bin ja Erlanger, das haben wir vorhin schon gesagt, ich bin ja Erlanger und als Erlanger damals gab es ja, sagen wir mal, die eher mehr universitätsbeeinflussten Leute, zu denen habe ich mich eher gezählt, und die Siemens. Und also die damalige Hierarchie bei Siemens, vielleicht sagen Leute später, wie ich da war, war es genauso, aber wahrscheinlich war es nicht so schlimm. Die war damals unerträglich. Und das war auf dem Tennisplatz zum Beispiel. Ich konnte, wenn ein Damendoppel stattfand, konnte ich sagen, den Dienstrang der Ehemänner. So haben sich die Frauen da nämlich benommen auf dem Platz. Und ich habe mir geschworen, zu der Firma gehe ich nicht.
Ja, und dann mein Vater, der war natürlich durch zwei verlorene Weltkriege als Offizier, war der jetzt nicht gerade einer vom Glück sehr begünstigter. Der hat gesagt, pass auf, geh auf die sichere Seite und wenn du Notar werden kannst, das war ja nicht selbstverständlich, dann wär Notar. Und ich hatte ja Freunde, die waren Notarssöhne, denen ging es ja damals, sagen wir, etwas besser als uns. Also mein Vater sagt, wenn du das jetzt machen, machst du es. Und dann habe ich mich brav beworben. Und hatte eigentlich, ich hatte die Zulassung, ich habe sogar ärztliche Untersuchungen habe ich über mich ergehen lassen, obwohl ich damals ja auch Beamter war als Assistent an der Uni, haben nochmal ärztliche Untersuchungen habe ich gemacht und alles. Die haben aber nicht gesagt, wo ich hinkomme. Und im letzten Moment habe ich dann das umgedreht und kurz bevor ich es umgedreht habe, hat ein Abendessen bei meinem Ausbilder stattgefunden. Und mein Ausbilder war also bei dem Erlanger Landratsamt war Herr Halwig, war mein Ausbilder. Und war damals ein guter Ausbilder, muss man sagen. Ja, es war munter, weil wir uns immer am Freitagnachmittag, glaube ich, haben uns immer getroffen. Und dann haben wir über alle möglichen Themen geredet, nicht immer nur über lauter juristische. Und der hat es irgendwie mitbekommen, dass ich mich, also ganz ordentliches Examen hatte, und dass ich mich da als Notar beworben habe, hat mich zum Abendessen eingeladen. Ui. Und mir erzählt, also das wäre jetzt doch nicht ganz der richtige Job für mich und ich sollte mir das doch nochmal überlegen. Und vielleicht gibt es doch noch einen anderen Job und nicht unbedingt Notar. Kann man also sagen, der Altoberbürgermeister war einer Ihrer besten Karriereberater? Er war ein guter Karriereberater, ja. Okay. Ja, und dann, wie gesagt, sind Sie zu Siemens dann doch gekommen, obwohl es ja jetzt nicht unbedingt der Traum Ihrer schlaflosen Nächte war. Und da ging es dann ja doch ganz ordentlich voran. Naja. Am Anfang noch nicht, aber irgendwo mit dem Iran hat das Ganze dann eine tolle Wendung genommen. Die Rechtsabteilung in Erlangen, wo ich begonnen habe, die hat eigentlich ein stiefmütterliches Dasein gehabt. Also die Bereiche haben die nicht ernst genommen. Die haben ja ihre eigenen juristischen Berater gehabt. Die sind gar nicht in die Rechtsabteilung gegangen. Einen Kontrahierungszwang hat es damals gar nicht so gegeben. Trogers Truppe war ein bisschen anders. Die waren die einzigen, die in der Rechtsabteilung sich ab und zu beraten haben lassen. Aber sonst war das eine mühsame Geschichte, da Fuß zu fassen, weil die im Grunde gesagt haben, denkt man mal nicht juristisch, denkt man mal realistisch, so hieß das ja damals. Und es war noch nicht so amerikanisiert wie heute, das ist ja heute auch etwas anders. Und dann kamen halt die großen Auslandsprojekte und die Kernkraftwerksprojekte. Und da ging es dann doch nicht mehr ohne Juristen, weil ich meine, in Persien, mit Persern zu verhandeln ohne Juristen, das haben dann die Techniker und Kaufleute doch nicht gewollt. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das unerhört komplex war. Und mit Persern umzugehen, da lernt man auch was fürs Leben. Wenn man das also hinter sich gebracht hat, 1,5 Jahre, Tag und Nacht, und mit allen Auf- und Abs, die es da gibt, oder dass man mal rausgeschmissen wird, weil man ein Chauvinist ist und dann wieder schauen muss, dass man reinkommt, weil man muss ja weiterverhandeln und so. Also da habe ich eine Menge gelernt. Und dieses Kraftwerksprojekt hat mir dann doch geholfen. Aber es ist auch wieder so, ich muss ja Studenten in Nürnberg immer erklären, wie man Karriere macht. Weil wir haben immer so eine Fragestunde und da kommt immer alles, was sie schon einmal wissen wollten. So sage ich immer so. Und die erste Frage ist immer, wie wäre ich Vorstand? Ich sage immer, pass auf, man kann ein glücklicher Mensch werden, ohne Vorstand zu sein. Erstens. Und zweitens spielt der Zufall eine unglaubliche Rolle. Also dann erzähle ich nicht alles mit dem Schneeball und mit der besonderen Abiturfeier, sondern ich erzähle eine andere Geschichte. Also ich habe dieses Kernkraftwerksprojekt betreut. Und am Ende war das ja dann auch ganz erfolgreich. Und dann ist der Kaufmann, der das betreut hat, ist gestorben. Steuerlein. Ein wunderbarer Mann, der auch eine große Erfahrung hatte in kaufmännischen Dingen. Und der einen Spruch gemacht hat, wenn er gar nicht mehr weiter muss, all Balloonie, hat er immer gesagt. Also das ist alles im Nebel und so. Aber der hat auch die richtige Einstellung gehabt zu den Persern und so. Und plötzlich war der tot. Herzinfarkt war tot. Und jetzt war die Frage, wer macht das? Und dann haben die Leute damals eine richtig mutige Entscheidung getroffen und haben den Juristen, der das Projekt betreut hat, als den Oberkaufmann eingesetzt. Und plötzlich war ich von einem Einzelkämpfer-Jurist, habe ich plötzlich eine Abteilung mit 30 Kaufleuten gehabt und musste das größte Projekt betreuen, was Siemens je hatte. Das waren damals, naja, wenn man das so richtig gerechnet hat, waren es vielleicht 12 Milliarden Mark, so ein Projekt. Und das ist ein Kernkraftwerk in Persien zu bauen, das war schon eine besondere Herausforderung. Und dann haben wir weiterverhandelt. Da kam ja die politische Entwicklung wahrscheinlich, ja, ne? Mit Khomeini. Ne? Dann haben wir weiterverhandelt und haben ein Letter of Intent gehabt über 4 weitere Kernkraftwerke, das waren auch da über 20 Milliarden. Der war unterschriftsreif.
Und dann kam der Khomeini. Im Februar des Jahres 1979 kam der Khomeini. Das war schon davor etwas aufregend, wenn wir da hingefahren sind. Da war das mit den Verhandlungen, da waren also Bombenalarm in dem Gebäude, wo wir verhandelt haben. Und wie wir dann danach hingefahren sind, da standen dann diese Pastoran vor einem. Immer so, das waren 18-, 19-Jährige mit dem Gewehr in der Hand. Dann haben gesagt, den Pass herzeigen. Da hat man immer besser Deutsch, sofort Deutsch geredet. Also ja, kein englisches Wort, alles Deutsch sofort. Und dann haben gesagt, ach, Sie haben wieder ein Mausergewehr, damit das wenigstens in die andere Richtung gezeigt hat. So, also, so war das in dem Ding da. Also das war schon etwas aufregend. Oder die Bilder, die man in Deutschland im Fernsehen gesehen hat, die haben meine Eltern immer fürchterlich aufgeregt. Der arme Junge ist ja da in Teheran. Nur in Wirklichkeit haben die Reifen angezündet. Und wenn man die Reifen im Süden von Teheran angezündet hat, war der Wind Richtung Norden, dann war die ganze Stadt gleich eingequalmt. Und im deutschen Fernsehen war, Teheran steht in Flammen. So schlimm war es also nicht. Ja, so war das mit dem Projekt. Und dann war also plötzlich der Kaufmann weg. Und dann habe ich das gemacht. Wie ist es denn eigentlich gelungen, dann aus diesem Projekt dann rauszukommen nach dieser iranischen Revolution? Also wenn man mal ganz aufmerksam das Buch liest, Gipfelstürme von Heinrich von Pierer, ist da die Rede. Das war kaum mehr zu kaufen, dann muss man zu mir kommen. Der kann es nicht werben für das Buch mehr. Also das dann ist sozusagen da vergriffen. Da ist dann die Rede von einem sogenannten goldenen Schuss. Was hat es denn damit auf sich? Naja, also das Projekt war zu Ende und wir hatten 10.000 Leute auf der Baustelle. Davon waren es 3.000 Deutsche. Die 7.000 Iraner sind diffundiert, die waren weg, wie die Revolution begonnen hat. Ja. Aber die 3.000 Deutschen, da gab's ja, konnte man nicht mehr telefonieren, kein Flugzeug mehr, man hatte keinen Kontakt da. Das war schon ein bisschen aufregend, was da passiert. Und dann haben wir da Charter genommen, sagen wir mal, mit den Deutschen, die sind da gar nicht runtergeflogen. Da gab es dann holländische Fluglinien und Ähnliches. Einer der tapferen Krieger damals war der Olympia-Zweite aus Melbourne über 400 Meter, Karl Friedrich Haas. Der war unser Projektleiter. Die sind da runtergeflogen, ohne Flugsicherung und mit Wolken. Dann hat er mal runtergeschaut, gesagt, ist ja Boucher, dann sind sie gelandet da unten. Also so hat sich das abgespielt. Und die letzte Truppe, wir konnten das nicht einfach aufgeben, weil wir Angst hatten. Da waren ja 5,5 Milliarden Mark waren verbaut. 5,5 Milliarden waren, wir hatten das ganze Geld. Und einfach so ein Ding aufzugeben und zu flüchten. Erstens machen das Deutsche sowieso nicht, habe ich den Iranern erzählt. Wir sind halt tapferer wie andere. Und konnte man leicht sagen, wenn man in Deutschland saß und die Leute unten waren. Und das Zweite war, es war auch eine gewisse Obhutspflicht, hätten die Juristen gesagt. Und da kann man nicht einfach verschwinden. Und wir wollten eigentlich mit Zustimmung der Iraner verschwinden. Und wir haben da eine Verhandlung gehabt mit meinem Partner da, Marco Killer hieß der. War Killer, aber er war ein ganz gutmütiger Mensch. Aber von dem habe ich eine Menge gelernt, wie man mit Umgang mit solchen Leuten, wie man sich da verhalten muss. Und man glaubt es nicht, es wurde ja kein Mensch verletzt. Es ist ja nichts passiert. In der ganzen Revolution, ein einziger Deutscher ist zu Schaden gekommen, der hat irgendwas mit Rauschgift gemacht gehabt. Sonst ist kein Deutscher zu Schaden gekommen, obwohl so viele unten waren. Und in die Verhandlung rein hieß es Schusswechsel auf der Baustelle. Und das war der goldene Schuss. Dann ist der aufgesprungen und hat ein Theater, obwohl der war ein ganz gutmütiger Mensch, aber das war ein guter Schauspieler, hat ein Theater veranstaltet. Now we close the books. Ja, okay. Hat die Bücher zusammengefallen, jetzt gehen wir. Und das hat die Iraner so beeindruckt, dass kurz danach die zugestimmt haben, dass wir die Baustelle verlassen haben können, ohne dass irgendwelche Nachwirkungen da waren. Und wir haben die Baustelle dann den Iranern übergeben. Und haben die Iraner... Das habe ich immer den goldenen Schuss genannt. Ja. Das ist auch so Zufälle. In der Verhandlung, wir waren ja nicht so lange da, wir waren ja 3-4 Tage da, passiert es. Und dem ist aber nichts passiert, dem Mann. Der ist leicht angeschossen worden im Nebel da, den haben die aus Versehen, haben die auf den geschossen. Ich glaube, irgendwo hat er einen Streifschuss abgekriegt. Der war dann später auf der Baustelle in Brasilien, haben ihn wieder getroffen, war er der beste Fußballer. Aber es war ja dann vermutlich dann trotzdem noch streitig vor internationalen Schiedsgerichten. Ja, also denn es ging ja um unheimlich viel Geld. Also ja, Geld, das Siemens erhalten hatte und Geld, das zum Teil verbaut war. Die Iraner wollten ihr Geld zurückhaben und wir wollten es halt behalten. Und da gab es Schiedsgerichtsverfahren und das war ein internationales Schiedsgericht. Die ganze Geschichte ist 1979 passiert, der Vertrag 76 abgeschlossen, 79 ist das passiert und die letzte Schiedsgerichtsverhandlung war im Jahr 2004. Ui. Naja, weil zwischendurch wurde es natürlich dann wieder dramatisch, weil die Iraner uns auf Schadenersatz über 15 Milliarden Mark verklagt hatten, weil wir nicht weitergebaut haben.
Wir konnten aber nicht, ob wir weiterbauen wollten, lasse ich mal dahingestellt. Ich war nicht im Vorstand. Aber wir konnten nicht weiterbauen, weil wir nämlich keine Genehmigung kriegten. Und das war spannend. Im Hintergrund haben natürlich die Israelis eine Rolle gespielt, es haben die Amerikaner eine Rolle gespielt und es war klar, dass die Bundesregierung keine Genehmigung mehr geben würde. Die Exportgenehmigung war ausgelaufen, wir würden keine Genehmigung mehr geben. Und der Herr Genscher, den ich sehr bewundert habe, hat ja zu dem damaligen Oberiraner, den Rafsanjani, ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Und wenn der unten war, dann hat er immer was erzählt, wir stellen in Aussicht, wie halt so Diplomaten reden und so weiter. Wenn er daheim war, ich habe gesagt, das war der doppelte Bosporus-Effekt. Wenn man runterfährt, vergisst man alles, was man hier ausgemacht hat und ist unten entgegenkommend. Und wenn man heimfährt und über den Bosporus wieder drüber fliegt, vergisst man alles, was man unten gesagt hat und erzählt daheim eine andere Geschichte. Und so hat es Herr Genscher auch gemacht. Aber bloß wir waren mitten in der ganzen Schoße drin. Und der iranische Botschafter, mit dem ich damals ein gutes Verhältnis hatte, der später eine große Rolle gespielt hat, Genschi hieß der, der hat dann mir mal gesagt, er verklagt uns jetzt. Dann habe ich ihm ein eigenes Rechtsgutachten gemacht, so viel konnte ich noch, eine Seite, die habe ich natürlich dann der Rechtsabteilung gezeigt, ob das alles richtig ist. Ich habe gesagt, pass auf, du hast keine Chance, wenn du uns verklagst. Das hat ihn aber nicht besonders beeindruckt. Dann haben sie uns auf 15 Milliarden Schadenersatz verklagt. Das ist im Unternehmen unangenehm. Auf 15 Milliarden verklagt zu werden, da weiß man nicht mehr recht, was man tun soll. Wir müssen eigentlich zum Aufsichtsrat rennen, müssen das erzählen. Da sagt der Aufsichtsrat, oh, ist ja alles schlimm. Und wie wird das denn bilanziell abgebildet? Wie VW, wie viele Rückstellungen machen Sie eigentlich bei 15 Milliarden? Wie ist denn die Wahrscheinlichkeit und so? Naja, wir haben das bei mehr oder weniger bei uns und in der Rechtsabteilung gehalten und den Prozess dann fast ganz gewonnen. Diese Schiedsrichter, das ist interessant, gute Schiedsrichter erledigen ja sowas nicht auf einmal, sondern die erledigen das in kleinen Schritten. Da gibt es immer Teilfragen, die werden entschieden und entschieden und entschieden, das halt gerade noch für die Iraner verdaulich war. Und so haben sie das Stück für Stück verloren und am Ende haben sie einen großen Erfolg gehabt. Wir sind verurteilt worden, glaube ich, 7 Millionen Euro waren es, glaube ich, dann schon, 7 Millionen Euro zu bezahlen. Ja klar, 2004 war schon. Weil die Zinsrechnungen gemacht haben und da haben die Iraner angeblich Forderungen gehabt, die haben sie dann mit 8 oder 9% verzinst und unsere nur mit 2. Da habe ich gesagt, wie geht denn das? Das ging alles vor dem Schiedsgericht. Und dann waren wir mit 7 Millionen verurteilt. Das war natürlich bei einem Projekt mit 5,5 Milliarden, war das ein Riesenerfolg, weil es im Grunde so ausgegangen ist. Und ich habe immer fragen wollen, ob die Iraner jemals das Geld abgeholt haben. Ich glaube, die haben das Geld nie abgeholt, weil hätten sie sagen müssen, dass sie verloren haben. Und die sind natürlich heim, da hat man den Kopf kürzer gemacht. Und ich wollte immer, dass das Geld verteilt wird an die, die es errungen haben, dass mal die Rückstellung aufgelöst wird und man da die Leute, die das gemacht haben, vielleicht mit einem kleinen Bonus, heißt es ja heute. Aber ich habe mich nicht durchsetzen können. Also ich weiß gar nicht, wo das Geld heute ist, aber ob das immer noch auf dem Konto bei Siemens in der Rückstellung ist. Würde mich nicht wundern, wenn das eine vergessene Rückstellung wäre. Aber Herr Dr. von Pierre, ich kann mir vorstellen, dieser große Erfolg im Iran war durchaus auch verantwortlich dafür, dass er dann Ende der 80er Jahre zum Bereichsvorstand von KWU letztlich wurden. Naja, ja, das hat schon eine Rolle gespielt. Der Vorstand, müssen Sie mal vorstellen, der Vorstand wird natürlich in so einem Moment schon sehr unruhig. Weil die können es ja nicht mehr durchschauen, was die Leute da machen. Machen die das wirklich gut? Und das ist ja eine existenzielle Frage gewesen, ob man da jetzt, wie man da abschneidet oder nicht. Das hätte ja grausig ausgehen können. Naja, und ich erinnere mich an die vielen Vorstandssitzungen, wie die da saßen und mir ihnen Geschichten erzählt haben. Und die sagen müssen, naja, wird schon stimmen. Ja, also das war schon schwierig. Hat halt gestimmt, was wir erzählt haben. Und dann wurde ich aber in die Ausbildung geschickt. Also ich war nicht gleich Bereichsvorstand, sondern ich wurde der Werksleiter dort, der hat gesagt, Kinderlandverschickung nach Mülheim. Also ich wurde nach Mülheim ins Werk geschickt, musste auf Werk lernen und dann wurde ich in die betriebswirtschaftliche Abteilung, musste lernen, wie man Kostenvergleiche macht und halt so verschiedene Dinge. Bevor ich dann wurde ich dann gleich beraten, dann wurde ich ein Kaufmann, dann hat dann andere Funktionen bekommen. Also die haben sich damals schon was gedacht dabei und um die Ausbildung sich da schon gekümmert. Also ich musste da schon eine Menge lernen, das habe ich alles nicht gewusst. Aber es ging dann relativ flott, aber jetzt machen wir gleich nochmal einen Bezug zur Erlanger Kommunalpolitik. Und Herr Dr. Hallweg, der
Den Briefschreiber habe ich natürlich gefragt, ob ich ihn zitieren darf. Der Empfänger kann jetzt nicht sagen, ja, nein, sondern wenn der Autor sagt, ich darf zitieren. Es gibt einen Brief vom Heinrich von Pierer an den Erlanger Oberbürgermeister, datiert vom 3. August 1987. Ich betone das deshalb, weil das durchaus ein für die Entwicklung der Erlanger Kommunalpolitik wichtiges Zeitfenster ist. Und mit Genehmigung des Briefschreibers darf ich daraus zitieren. Also es geht alles sehr höflich an. Gestatten Sie mir nach dem Ablauf der letzten Stadtratssitzung und so weiter und so weiter. Und dann kommt es aber zum Kernpunkt. Wir werden, also talquerender Verkehr etc. ist die Rede, und jetzt zitiere ich wörtlich, wir werden in diesen schwierigen Fragen nur dann wirklich Fortschritte machen können, wenn die Personen in Stadtrat und Verwaltung, die das auch wirklich wollen, die Dinge in die Hand nehmen und in den nächsten Jahren auch gemeinsam offensiv vertreten. Und jetzt wird es sehr politisch. Und dies wird nicht die immer noch bestehende Allianz aus linkem SPD-Flügel, dem harten Kern und den Grünen sein. Es wird ihnen, hinter dessen breiten Rücken, gemeint ist Dietmar Hallweg, auch dieser Teil der Hallweg-Liste sich versteckt, nichts anderes übrig bleiben, als einen Bruch herbeizuführen. Können Sie sich da noch mal dran erinnern, an diese doch sehr deutlichen Worte? Wenn man in der Opposition ist, schreibt man halt gern solche Dinge, glaube ich. Ja, das hat ja auch später dazu geführt. Es hat ja dann auch zu einer Allianz geführt zwischen SPD und der Führung vom Oberbürgermeister Dietmar Hallweg. Und Lohwasser wurde ja dann auch Bürgermeister. Das hat ja dazu geführt. Und es war für die Stadt, glaube ich, ihre Zeit war sowieso keine schlechte Zeit für die Stadt. Aber ich glaube, dass das auch für die Stadt eine gute Zeit war. Herr Loser hat die viele Dinge abdecken können mit seiner Herzlichkeit und seiner Sportlichkeit und der Verankerung. Der war so ein zweiter Sponsel dann am Ende. Ja. Und das hat ja alles gut gepasst. Und die Bürger wollen ja nicht den Streit da in der Kommunalpolitik. Das genügt ihnen ja, wenn sie den woanders erleben. Im Grunde wollen die, dass die Leute da zusammenarbeiten und halt was Vernünftiges für die Stadt machen. Und manchmal war das halt schon ein bisschen schwierig. Es war halt manches ideologisch ein bisschen aufgeladen. Das hat sich aber dann eben, 1990 war ich ja draußen aus dem Stadtrat. Und die letzten Jahre war ich ja nicht mehr so aktiv, da war ich dann schon Vorstand und dann konnte ich mich im Stadtrat auch nicht mehr so äußern, weil da hat es immer geheißen, Siemens spricht, und das wollte ich dann nicht. Vorher war das ganz munter. Mit Karl-Heinz Hirsemann war das noch eine muntere Zeit im Stadtrat. Gut, dass Sie diese Episode gerade ansprechen, also wo die Stadtratszeit zu Ende geht, denn das haben Sie dem damaligen Oberbürgermeister auch angekündigt mit Schreiben vom 17. Juli 1989. Da habe ich jetzt nicht extra um Erlaubnis gefragt, aber ich glaube, das ist unproblematischer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Dr. Hallweg, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr freundliches Schreiben und die Glückwünsche zu meiner Berufung in den Siemens-Vorstand, also Juli 1989. Und dann kommt aber der entscheidende Satz, leider bringt das nun wirklich mit sich, dass meine Zeit als Mitglied des Erlanger Stadtrates unwiderruflich zu Ende geht, was ich bei aller Belastung, die die Erfüllung meiner Stadtratspflichten vor allem in letzter Zeit bedeutet hat, doch auch ein wenig bedauere. Na, ich war 18 Jahre dabei und mir hat es ja auch Spaß gemacht. Das war eine gute Truppe da drin und es war interessant. Und im Übrigen lernt man eine ganze Menge auch dabei. Einmal, also ich konnte immerhin auch bei Vorständen sagen, ich weiß, wie Sozialwohnungen vergeben werden und warum es die gibt. Das kann man bei anderen nicht immer unbedingt sagen, dass die sich da ausgekannt haben. Also geschadet hat es nichts. 18 Jahre waren vielleicht ein bisschen lang. Also und immerhin habe ich meinen Sohn überredet, zusammen mit anderen. Hermann hat ja auch eine Rolle dabei gespielt, dass er auch in den Stadtrat gegangen ist. Aber ich glaube, dass das, unabhängig davon, dass man für die Stadt vielleicht was Gutes macht, auch für die eigene Bildung und Ausbildung und für das Verständnis für Menschen und ihre Probleme, dass das eine ganz gute Schule ist. Wir sind im Jahr 1989, wo auch das Stadtratsmandat praktisch dann schon angekündigt wurde, dass Sie nicht mehr wieder kandidieren. Oktober 89, neuer Chef bei KWU, Heinrich von Pierer löst Klaus Bartelt ab. Und dann kurz zuvor, auch 89, in den Erlanger Nachrichten, schon fast eine seherische Überschrift, die fetten Kernkraftjahre sind vorbei.
Was hat Sie denn veranlasst, schon 89 und dann als KWU-Chef praktisch das Ende der Kernkraftjahre zu beschreiben? Also Wand zu malen. Damals hatte man immer so eine Glasplatte noch auf dem Schreibtisch liegen und da habe ich mir einen Ausspruch von dem Klaus Bartelt drunter, der war aber schon ein paar Jahre vorher, da war eine Überschrift der Zeitung: Es kommen auch wieder normale Zeiten. Das hat es nie gegeben. Also normale Zeiten hat es nie gegeben. Und ich meine, das hat sich ja schon früher abgezeichnet, dass es mit der Kernenergie zu Ende geht. Und dass man halt, wenn man zu Hause keine Kernkraftwerke mehr bauen kann, dass man dann im Ausland auch keine Chance mehr hat. Der Bäcker, der seine eigene Semmel nicht isst, der wird sie auch nicht verkaufen können, hat immer der Klaus Bartelt gesagt. Und deshalb war das klar. Und die Umstrukturierung damals, das war eine schwierige Geschichte. Denn wir hatten im Grunde kein Produkt. Die KWU hat sich ja nie als Kernkraftwerkunion bezeichnen lassen wollen, aber in Wirklichkeit war es eine, sondern es war immer Kraftwerkunion. In Wirklichkeit war es eine Kernkraftwerkunion, denn das Geschäft war 90% Kernkraftwerke und vom Ergebnis her, uns ist es ja gut gegangen damals, waren 120 oder 130% des Ergebnisses vom Kernkraftwerksgeschäft, weil der Rest Verluste gemacht hat. Und zwar massive Verluste im konventionellen Turbinenbau und Gasturbinen haben wir im Grunde keine gehabt. Das war die Zeit, wo wir im Berliner Werk 4 Gasturbinen gemacht haben. Und über die hat der Vorstand einzeln beschlossen, weil wir nämlich gar keinen Kunden hatten. Ja? Und das macht man nicht gern, dass man eine Gasturbine baut und weiß gar nicht, welcher Kunde die kriegt, weil die ja normalerweise auf den Kunden zugeschnitten ist. So waren die Zeiten damals und es gab ja kurz davor, gab es ja sehr einflussreiche Leute bei Siemens, die uns mit General Electric verheiraten wollten. Und da hat es schwierige Verhandlungen gegeben. Das einzige Gute an den damals Leuten, ältere Leute geben halt auf. Jüngere sagen, das nehme ich in die Hand und wir machen was draus. Und die Älteren haben gesagt, ihr verheiratet euch mit General Electric. Und wir Jüngeren haben gesagt, nee, das ist unsere Zukunft, das machen wir nicht. Und die hatten mich als Verhandlungsführer eingesetzt. Das war eine sehr gute Idee, weil ich konnte das auf meine Weise zu einem glücklichen Ende bringen. Und das glückliche Ende war so, dass dann mein guter Freund Hans Böhm, der war später dann Bereichsvorstand bei der KWU, der hatte eine entscheidende Verhandlung in München, wo die stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden waren da. Da gab es zwei oder drei. Da ist er an die Tafel gegangen und hat aufgemalt. Nachdem der alles aufgemalt hatte, dort hat er gesagt, so, wir machen das alles, aber 51% Siemens und 49% GE. Und dann war die Sache tot. Ja. Und so haben wir das Ding beerdigt damals. Aber wir hatten ja kein Produkt. Es war ja nicht so, dass wir jetzt sagen können, wir starten jetzt durch mit unseren Gasturbinen. Wir hatten nichts. Da musste erst die Gasturbine entwickelt werden. Dann haben wir die ersten Aufträge mühsam in Asien gekriegt, in Malaysia. Das waren ja auch solche Geschichten, wie ich mein Buch mal beschrieben habe, wie das abgelaufen ist. Und so hat halt der langsame Aufstieg dann eben begonnen mit einem völlig anderen Geschäftsfeld. Und wir hatten noch ein bisschen Servicegeschäft im Kernkraftwerksgeschäft, aber davon konnte man nicht leben. Und wir mussten es ja dann auch sehr schnell, habe ich vorhin gesagt, mit der Areva verheiraten. Da waren 6.000, 8.000 Ingenieure da. Es gab eine Brennelementefertigung, die hat ja der Fischer da beseitigt. Frau Merkel hat auch nicht richtig geholfen, bei der ich da immer war, als ich Ministerin für Umweltschutz und Reaktorsicherheit war. Der musste mal alles realistisch sein. Aber am Ende haben wir das ganz gut hingekriegt. Weitere Karrieresprünge. Der Dr. Halwig ist ja damals aus dem Glückwunschschreiben gar nicht mehr rausgekommen. Denn am 10. Juli 1990 kommt das nächste Glückwunschschreiben. Sehr geehrter lieber Herr Dr. von Pierer, mit großer Freude habe ich der heutigen Presse entnommen, dass Sie ab 1. Oktober 1990 in dem Zentralvorstand der Siemens AG angehören. Wer ist da ausgeschieden und wessen Nachfolger waren Sie da? Das war so, da wurde eine ganz ungewöhnliche Konstruktion, das haben Sie später nie mehr gemacht, war auch problematisch. Der Klaus Bartelt ist ausgeschieden. Okay. Das war der Mann mit dem Schneeball. Ja, der ist ausgeschieden. Und dessen Nachfolge wurde ich dann im Zentralvorstand, aber ich war immer noch sein Nachfolger bei der KWU. Ich habe mich also selber kontrolliert eine gewisse Zeit lang. Der Zentralvorstand hat also den Bereichsvorstand Pierer kontrolliert. Ich glaube, über ein Jahr oder eineinhalb Jahre lang. Aber das war schon eine etwas ungewöhnliche Konstruktion. Aber wenn man will, geht auch das.
Das ist allerdings später nicht mehr passiert. Das war etwas einmalig. Ja, und dann gehen wir schon gleich ins Jahr 1991. Da wird dann entsprechend in der Welt getextet, die Mächtigen, Kaske, Franz und Baumann. Aber eine Seite weiter kommt dann die Hoffnungsträger, Langer und von Pierer. Wie ist denn das dann weitergegangen? Dann waren Sie im Zentralvorstand und dann auf einmal auch gleich schnell schon mal stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Ja, stellvertretender Vorstand wird man, wenn alles entschieden ist. Okay. Das ist ja bei Siemens nur eine kurze Periode. Da wird einer stellvertretender Vorstandsvorsitzender, wo man sagt, der wird also ein Jahr später oder was, wird der Vorstandsvorsitzender. Das ist ja später dann nicht mehr eingehalten worden, aber das war an sich eine gute Lösung, weil man sich halt da besser eingearbeitet hat, als es später bei dem einen oder anderen dann möglich war, der da etwas schneller reingekommen ist. Ja, und dann plötzlich war das in den Zeitungen gestanden. Ich habe ja damals noch nicht kapiert, wie Pressearbeit funktioniert. Das hat natürlich einer lanciert in die Presse. Das hat man mir später erzählt, da muss ich Leute dran gewöhnen. Und eins ist auch, also das glaubt man gar nicht, wie es bei Siemens zugeht. Irgendwo haben dann die Leute gesagt, das geht wahrscheinlich, läuft es auf den zu. Aber der gute Horst Langer, den hat es ja auch noch gegeben. Und der Horst Langer war auch ein unerhört kameradschaftlicher Mann, mit dem ich dann später auch unheimlich gern zusammengearbeitet habe. Sie auch, Herr Reinhardt. Also das war wirklich das war schade, dass er so früh gestorben ist. Und da war das dann plötzlich so in Zeitung. Und dann werde ich vom Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Nerger, der mich ja eingestellt hatte, ich war ja bei der zentralen Finanzabteilung damals, habe ich ja begonnen, und der hat mich zu einem Mittagessen eingeladen, was nicht oft so oft passiert ist. Aber was passiert denn heute? Naja, hat er mich unterhalten, und hat mich mehr befangen da, und dann habe ich halt auch ein bisschen was geredet, nicht zu viel und so. Zu viel plaudern ist schlecht, also anders als heute da. Und dann am Ende von dem Gespräch sagt er zu mir, wörtlich, auf Sie kommt Großes zu. Das war vor Weihnachten. Und ich habe nicht gefragt. Vielleicht hat er erwartet, dass ich jetzt frage, was meinen Sie denn eigentlich? Ich habe mich verabschiedet. Am Ende hat es immer so zwei Stückchen Mohnkuchen bei dem gegeben. Der hat immer den Mohnkuchen geliebt. Ich habe mich immer darauf gefreut. Bei dem gab es immer diese zwei Stücke Mohnkuchen. Habe ich mich bedankt fürs Mittagessen und bin gegangen. So ist mir eröffnet worden, was also am Wittelsbacher Platz natürlich, in der ZF, da haben das die Leute ja alle schon gewusst natürlich. So ist mir eröffnet worden, auf Sie kommt Großes zu. Und dann ist gar nichts passiert. Dann ist das gar nichts passiert. Und irgendwann im Januar, Februar hat sich das dann mehr verdichtet irgendwie. Und dann wurde ich im Juli, glaube ich, wurde ich stellvertretender Vorsitzender. Aber ich habe noch was ganz Spannendes. So wird es einem verkündet. Also das ist heute auch, das kann man sich nicht mehr vorstellen, dass sowas heute so ablaufen würde. Ich habe noch etwas gefunden, Herr Dr. von Pierer, was ich so noch nie vorher gelesen und gehört habe. Es kommt von der Zeitschrift Industriemagazin, vermutlich jetzt nicht in hunderttausender Auflage und gibt es möglicherweise auch nicht mehr. Und ich lese Ihnen das mal vor und Sie können dann sagen, das trifft zu oder trifft nicht zu. Meistens hat es nicht zugehört. Und zwar die Ausgabe Nummer 691, vermutlich war das ein Monatsmagazin, dann wird es die Juni-Ausgabe gewesen sein. Ja, genau, weil die anderen Dokumente, sehe ich gerade, sind auch alle vom Juni, also war es ein Monatsmagazin vom Juni. Ich lese auch hier wieder wörtlich vor, Überschrift, Kronprinz gesucht. Und jetzt kommt's, was ich noch nie gehört hatte vorher, Franz Josef Strauß, gab er einst einen Korb. Heinrich von Pierer, Klammer auf, 50, Klammer zu, KWU-Chef und Mitglied des Vorstandes der Siemens AG. Der Kraftwerksmanager beugte sich nicht dem massiven Drängen seines Parteifreundes, des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten, und verweigerte eine Kandidatur für die CSU zur Bürgermeisterwahl seiner Heimatstadt Erlangen. So, ja. Industriemagazin, Ausgabe 6, 1991. Ja, das sind solche Heldengeschichten, die erfindet irgendeiner und dann schreiben die ab. Richtig ist, dass wie Herr Lades ist ja erst wiedergewählt worden. Und dann kam ja die zweite Wahl aufgrund der Gebietsreform. Durch die Eingliederungen musste die Wahl ein Jahr später oder was ist die ja wiederholt worden, sondern eine neue Wahl.
Und da war klar, dass der Lades eigentlich nicht mehr antreten sollte. Ja. Und da kam in der Tat ein Siemens-Vorstand zu mir und hat mich zu sich gerufen. Das war ja damals so ein kleiner Angestellten, wenn der vom Siemens-Vorstand zum Mittagessen eingeladen wird. Das war ja was. Und hat mir gefragt, ob ich nicht kandidieren würde als Oberbürgermeister. Das stimmt, das war aber alles. Also. Und da habe ich freundlich gesagt, nein, das will ich nicht. Ja, meine Damen und Herren, es ist jetzt 19.15 Uhr und das ist bekanntlich so, nach einer guten Stunde ist das Problem dann auch mit Aufmerksamkeit, aber natürlich auch mit der Kapazität dessen, was wir an Material haben zum Aufnehmen. Sie sehen, wir haben jetzt ja gerade mal vielleicht die Hälfte des beruflichen und politischen Lebens Heinrich von Pierre beleuchten können. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als so zu verfahren wie auch bei Herrn Dr. Hallweg, dass wir eine Fortsetzung machen müssen, denn es gibt viele, viele spannende Dinge. Es gibt noch das Thema Nixdorf, es gibt noch eine Milliardeninvestition in England, die sie in Anwesenheit der Queen eingeweiht haben und nach einem Jahr wieder dicht machen mussten. An was Sie mich jetzt alles erinnern. Ja. Ja, es gibt natürlich noch die weniger schönen Dinge. Auch das gehört natürlich zum Leben des Heinrich von Pierre mit dazu. Es kommt dann auch noch die Thematik, die wir dann noch besprechen wollen, die Zeit als Aufsichtsratsvorsitzender, die schwierige Zeit nach 2007, die wollen wir nicht ausblenden, da haben wir auch ganz offen darüber gesprochen. Und, meine Damen und Herren, uns interessiert natürlich auch nochmal, was macht der Heinrich von Pierre eigentlich heute, den lieben langen Tag? Ich kann Ihnen sagen, das ist dann auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Kapitel. Und, meine Damen und Herren, um Ihnen Lust auf mehr zu machen, wir wollen natürlich dann auch noch beleuchten das Thema, wie kam es überhaupt zur Franconian International School hier in Erlangen? Wie kam es, lieber Herr Professor Reinhardt, zu dem Thema mit der neuen MET-Fabrik? Ich werde Ihnen dann zeigen, ein wunderschönes Bild vom Walberler, wo in allen großen deutschen Zeitungen berichtet wurde, hier kam Heinrich von Pierre die Idee, er möge eine MET-Fabrik in Erlangen bauen und. Also es gibt hier wirklich noch spannende Themen, die wir mit ihm besprechen wollen. Themen, dann natürlich auch 10-Punkte-Programm, Top-Programm und so weiter und so weiter. Es wäre jetzt nahezu unmöglich, in 10 oder 15 Minuten all diese Dinge noch hineinzupacken. Denn es geht im Prinzip um die gesamte Zeit als Vorstandsvorsitzender, seine Zeit als Aufsichtsratsvorsitzender, dann die Jahre, die ihm weniger Spaß gemacht haben, wie wir alle wissen und nachvollziehen können. Und jetzt sage ich die goldenen Jahre, in denen er vollkommen frei über seine Zeit verfügen kann und seine Schwerpunkte setzen kann, wie er will. Zunächst aber mal, Herr Dr. von Pierre, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie sich dieser Befragung gestellt haben. Dankeschön.